Welt, ja, da sind wir wieder. Evolution, Menschen. Werdet evolutioniert. Können wir das hier festigen? Geht das? Das wäre die kognitive, nochmal die kognitiven Hemmungen wären das. Wir sind noch der Ardipithecus ramidus, das Eindringen eines Unbekannten in ein unbekanntes Gebiet erzeugt weniger Angst. Ja, das wollen wir festigen, aber dann gehen wir vor allem hier mit dieser Mutation hier, Qu, und die Mitglieder dieser Erblinie werden bei einem Unglück mehr Stress und Angst tolerieren können. Gehen wir in die Evolution, also wir machen eine Evolutionsstufenaufstieg-Dings-Bla mit, damit das gefestigt wird und wir die Mutationen nicht verlieren. Außerdem hätten wir das hier ganz gerne. Ich und die Mitglieder dieser Erblinie werden nach der Abwehr eines Angriffs mehr Dopamin erzeugen können. Und dann hätten wir als drittes auch das hier ganz gerne. Keck und die Mitglieder dieser Erblinie werden die Fähigkeit besitzen, Gegenstände mit größerer Präzision herzustellen. Ja, die hätten wir ganz gerne. Die sind uns nicht ganz so wichtig hier auf dieser Seite. Also da geht es nur darum, sich weitere Sachen merken zu können. Das heißt, das Baby hier hat schon was drauf, oder? Juck besitzt eine erhöhte Fähigkeit, Geräusche zu identifizieren. Ja, das wäre sehr schön. Co. und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich den Standort eines weiteren Ortes merken können. Da war aber noch irgendetwas. Das hier ist auch ausgereift, das bekommen wir dann auch dazu. Quo und die Mitglieder dieser Erblinie werden bei einem Unglück mehr Stress und Angst tolerieren können. Habe ich das am Anfang nicht gesagt? Ach so, das hier war das noch. Goa und die Mitglieder dieser Erblinie benötigen weniger Gegenstände mit heilenden Eigenschaften für einen vollständigen Schutz vor Vergiftungen. Das sind also vier Mutationen, die wir auf jeden Fall behalten wollen. Damit lohnt sich, finde ich, ein Evolutionssprung. Wir haben das eine hier, ja gut, das war uns jetzt nicht so wichtig, nochmal gefestigt. Vielleicht kommt das ja noch mit. Und wir verzichten eben leider hierauf. Das finde ich nämlich auch ganz gut. Geräusche identifizieren. Wir können nämlich nicht so gut hören irgendwie. Und Buwo hat erhöhte körperliche Fitness, finde ich auch eigentlich ganz gut. Ja, egal. Wir machen das jetzt so. Ich sage mal, Evolutionssprung, los! Wenn du dich weiterentwickelst, werden alle spontanen neuronalen Mutationen verschwinden, die nicht von Erwachsenen oder Greisen weitergetragen werden. Sie werden aber bei zukünftigen Geburten wieder auftauchen. Möchtest du dich jetzt weiterentwickeln? Und wir wollen ja. Evolutionsleistung. Mindestens zweimal die Eigenschaften von Aloe Vera Saft angewendet. Die Eigenschaften von Gegenständen auf der Haut genutzt, assoziative Verbesserung des Ganzen. Das Krokodil haben wir auch verscheucht und eine Dorcas-Gazelle haben wir getötet. Erfüllung abgeschlossen, das ging schnell diesmal. Reifer Jäger, alle bekannten Beutetiere gejagt. Eine schwarze Mamba getötet. Erfüllung abgeschlossen, tapferer Jäger, alle möglichen kriechenden Bedrohungen getötet und mindestens zweimal an einem Termitenhügel das richtige Werkzeug benutzt. An allen Nahrungssammelpunkten das richtige Werkzeug benutzt, haben wir auch geschafft. Die zwei Stammlagunen-Oase der Savanne entdeckt haben wir in einer der letzten Folgen noch. Rubin als Edelstein gefunden haben wir, ja. Außerdem eine schwarze Mamba eingeschüchtert haben wir auch. Jawohl, ja. Erfüllung abgeschlossen. Gefürchtete Spezies alle möglichen kriechenden Bedrohungen eingeschüchtert. Den Schabrackenschakal. Dazu veranlasst, die schwarze Mamba zu töten. Oh, da steht aber noch was vor uns. Einen Macher Erodus. Dazu veranlasst, die Hyäne zu töten. Okay. Sphalerit als Edelstein gefunden. Jap, jap, jap. Haben wir. Erfüllung abgeschlossen. Anbeginn der Spiritualität. Alle begeisterten Steine gefunden. Den Ozeanbogen als denkwürdigen Ort entdeckt. Haben wir. Die Sandgarten-Oase am Ozean entdeckt. Haben wir auch.
mindestens zweimal selber von einer Vergiftung durch Nahrung geheilt. Jawohl. Einen afrikanischen Otter aus dem Miozän getötet. Jep. Die ordierten Klippen als denkwürdigen Ort entdeckt. Ja, ordierten, oder? Einen afrikanischen Otter aus dem Miozän eingeschüchtert. Mehrfach. Haben wir jeden Tag gemacht. Mindestens zweimal erfolgreich eine Attacke eines Schabracken-Schakals ausgewichen. Jep. Die Hyäne dazu veranlasst, die Dorcas-Gazelle zu töten. Jawohl. Die Hyäne dazu veranlasst, den afrikanischen Büffel zu töten. Zufällig, aber ja. Das Torbjörn Narsons Krokodil dazu veranlasst, einen Macher Erodus zu töten. Jawohl. Mindestens zweimal erfolgreich einer Attacke eines afrikanischen Büffels ausgewichen. Die Schiefer-Baumstamm-Oase im Waldgebiet entdeckt. Die erhöhte Zufluchtoase der Savanne entdeckt. Ja. Einen Schabrackenschakal eingeschüchtert. Mehrfach haben wir das gemacht. Erfüllung abgeschlossen. Gefürchteter Feind. Alle möglichen Raubtiere eingeschüchtert. Jawohl. Mindestens zweimal erfolgreich eine Attacke einer schwarzen Mamba ausgewichen. Mindestens zweimal erfolgreich eine Attacke eines Pelikans aus dem Miozän ausgewichen. Und den Strandturm als denkwürdigen Ort entdeckt. Den Muschelstrand als denkwürdigen Ort entdeckt, jawohl. Die Zufluchtsoase am Ozean entdeckt. Unser Lieblingsort müsste das gewesen sein. Und Erfüllung auch, meisterhafter Ozeanforscher. Alle Oasen der Region haben wir erforscht. Mindestens zweimal selber von einer Vergiftung durch Gift geheilt. Erfüllung auch abgeschlossen. Herausbildung wissenschaftlichen Denkens. Sich selbst von allen Arten von Vergiftungen geheilt. Einen Schabracken-Schakal getötet haben wir. Ja, wenn dann nur einmal, glaube ich. Ein weißes Nashorn aus dem Miozän eingeschüchtert. Ja, das hat er Angst. Die Teich-, Tümpel- und Tümpeloase der Savanne entdeckt. Die Trockenbassin-Oase der Savanne entdeckt, schon lange her. Überblick. Leistungen hinzugefügt, 35. Erfüllungen abgeschlossen, 9. Leistungsjahre Wissenschaft, 1.068.055 Jahre. Vorzeitig Bonus, 282.500 Jahre. Nur das geht so. Erfüllungsjahre, 160.000 Jahre. Unterschied, 1.295.000 Jahre. Du entwickelst dich immer noch schneller als die Wissenschaft. Weil wir auf so viele Mutationen am Anfang verzichtet haben. Wir wussten ja gar nicht, wir haben keinen Generationswechsel erst gemacht, dann haben wir keinen Evolutionssprung, haben wir erst ganz spät gemacht, jetzt erst vor 10 Folgen oder so, gefühlt. Evolutionssprung bisher, also plus 1.510.555 Jahre. Weiter geht's. 15 Geburten plus 75.000 Jahre gibt es dafür als Bonus. Geburten also 15, keine Tode. Unterschied sind 1.370.000 Jahre. Du entwickelst dich schneller als die Wissenschaft. Ja, noch, liebe Welt da draußen, wo führt das noch hin? Evolutionssprung bisher 1.585.000 Jahre, 555 Jahre. Evolutionssprung plus 1.585.555 Jahre. Im Laufe der Zeit hast du dich weiterentwickelt, um das zu werden, was bekannt ist als Australopithecus afarensis. Lucy, da ist sie. Ich freue mich total, weil ich gar nicht dran gedacht hatte, dass wir das erreichen können hier mit dem Titel. Den Australopithecus afarensis, also Lucy, die erste nachweislich aufrecht gehende Frau, die aber, glaube ich, unter einem Baum mit gebrochenen Beinen oder so gefunden wurde. Also wahrscheinlich konnte sie nicht mehr so gut klettern. Ja, es ist nicht witzig. Darüber macht man keine Scherze, die ist tot. Über Tote macht man keine Scherze, sie ist aber schon lange tot. Dann darf man vielleicht wieder. Nee, auch nicht.
Cool, auf jeden Fall. Und du, also müsste mal gucken bei Wikipedia. Ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe mit dem Baum und den gebrochenen Hüften oder Beinen oder so, aber ich habe das ja nicht erfunden. Also irgendwo muss ich das schon aufgeschnappt haben, aber kann auch. Nee, weiß ich nicht. Müsste mal gucken bei Wikipedia oder so. Auf jeden Fall der Australopithecus afarensis. Ich denke, wir werden lange als dieser hier unterwegs sein. Du bist in der Zeit vorangerückt zu 3.895.139 Jahre vor heute und wirst nun in die Welt zurückgeschickt, um dich deinem Stamm anzuschließen. Also nach dem Aufstieg zu einer neuen Art sind einige der von dir erreichten evolutionären Leistungen vielleicht noch verfügbar, um für deinen nächsten Zeitsprung hinzugefügt zu werden. Vielleicht. Also einige sind auch weggefallen. Dann könnte das ja sein, dass wir diese Oasen, diese beiden, von denen ich mir in den letzten Folgen sicher war, wir hätten schon alle Oasen in der Savanne gefunden. Jo, vielleicht haben wir sie doch gefunden und dann wurde es vergessen. Weiter geht's. Lucy, Australopithecus afarensis, kommt besser mit extremen Temperaturen klar. Das war ja auch wichtig. Zurück zum Spiel. Oh, da haben sie aber schon Werkzeuge jetzt. Hatten sie das nicht immer? Ich weiß nicht. So oft haben wir diese Evolutionssprünge noch nicht gemacht. Ich glaube, das ist erst unser dritter oder vierter oder so. Nö, das habe ich doch vorher noch nicht gesehen, dass die hier in der Gruppe mit einem Baby hinten drauf den Säbelzahntiger, den Vorsäbelzahntiger, den Macher Erodus abmurksen. Das habe ich nicht gesehen. Das wüsste ich jetzt nicht. Und wir landen, wo landen wir? Ach, wir landen an der Kat-Strauch-Oase. Das ist super. Da waren wir auch schon oft. Oh, ja. Sieht aus wie ein Mensch fast schon. Ein heutiger, moderner Mensch. Kommt alle her, ich bin euer Chef. Ich bin das Clan-Oberhaupt. Alle rankommen hier. Als erstes Versammlung in der Höhle. Oh, Moment. Hat jemand einen Stock? Besorgt euch einen Stock. Da ist eine dunkle Höhle. Da gehe ich doch alleine nicht rein. Da gehe ich ja nicht mal mit euch zusammen da rein. Na, da haben wir uns aber verändert. Könnt ihr nicht. Moment. Ich muss euch das nochmal zeigen. Hat jemand einen Stock für mich nochmal? So, ich zeig euch nochmal. Nee, ihr müsst schon aufpassen. Ihr müsst schon nicht alle durcheinander laufen. Hier, passt auf jetzt. In die andere Hand. Und jetzt macht das hier. Zack, habt ihr gesehen? Oh, du bist, ich weiß ganz genau, aus welcher Erblinie du stammst. Egal, lass ruhig, bleib so. Kommt alle mit. In die dunkle Höhle. Folgt mir. Chefin weiß Bescheid. Dunkle Kreaturen lauern hier. Wo ist der schwarze Macher Erodus? Bedroht ihn. Ist da gar keiner drin hier? Habt ihr das mitbekommen? Hier ist gar keiner drin. Dann brauchen wir auch nicht zu bedrohen. Oh, die Babys sind schon da. Drei sollten es sein. Ich sehe aber nur zwei hier. So, Freunde. Dann Do, darfst du die Erste sein, die sich kein Kind aussucht. Das hatten wir. Das machen wir nicht mehr. Das hatten wir da schon? Nein, das machen wir. Sowas machen wir nicht. Du darfst die Erste sein, die sich einen Mann sucht und ihn laust. Lause den Mann. Einen Greis, wenn es geht. Einen männlichen Greis. Oh.
Hast du ihn gefunden? Wir dürfen keinen Gegenstand haben, oder? Pflege diesen Mann. Hey, so ein frecher Mann, ich will ihn nicht. Perfekt. Unsere erste Schwangerschaft. Alle mitkommen, damit ihr was lernt. Die Decke da oben. Ich bin gespannt, ob sie immer noch da ist. Mann, komm her. Oh, Moment. Wieso geht das nicht? Der Mann muss... Du bist ja alleine. Der Mann muss... Ach, der Mann hat was in der Hand. Du Depp, deswegen geht das auch nicht. Du kannst doch nicht irgendwas einfach mitbringen ins Bett. So gut kennt ihr euch noch nicht. Das geht nicht. Was ist denn nu? Bist du nicht in der Moment. Bist du das? Juck. Okay, wir müssen... Ihr habt auch ein Paar. Do hat mit Nock ein Paar gebildet. Jetzt weiß ich nicht mehr. Okay. Ich habe die Übersicht verloren, Chefin. Wer bist du? Goof ist Greis, okay. Ihr habt ja alle schon Paare gebildet, ihr Greise. Okay, Do ist fruchtbar also. Versuchen wir das jetzt mal so rum. Ganz konzentriert an die Sache rangehen. Hat mit Do ein Paar gebildet. Und Do, du bist Do, du bist fruchtbar. Hat mit Juck, das sind wir, ein Paar gebildet. Und du bist fruchtbar. Oh, dann wechseln. Ah, jetzt geht's. Ah, die Frau. Die Frau war es doch, die ihn lockern musste. Neue Schwangerschaft. Greis. Männlicher Greis, das ist schon mal gut. Gack. Gack, such dir eine Frau. Die da oben, die ist eine Greisenfrau. Wäre eine Frau, aber nicht die richtige. Eine von diesen beiden hier. Die ist gar nicht... Bu ist gar nicht... Fruchtbar. Beck. Fruchtbar. Nimm Jack. Aber Jack, war das nicht gerade ein Mann? Hat mit die ein Paar gebildet? Kreis, männlich, Single. Komm her, lass dich mal kraulen. Hey, sei nicht so garstig. Du magst das doch, ich wusste es. Ich glaube, wenn man so mit seiner Partnerin redet, dann vergeht einem auch aller Spaß dabei, oder? Du magst es doch. Klatschert mal. Oh Mann, das geht ja wieder nicht. Das geht nicht. Das geht nicht, ich glaube. Du musst als Frau wieder mal dein Werkzeug erstmal weglegen. So.
So ein Knüppel kommt mir nicht ins Bett. Das geht nicht. Die hat schon zwei Kinder. Wie kann denn das sein? Buh, du hast auch zwei Kinder schon. Du hast das mit dem Knüppel nicht hinbekommen. Tja, komischerweise hat Boo schon zwei Kinder. Wie geht denn das? Irgendwie geht das. Aber wir sind doch kein Greis, ne? Erwachsen. Ja, du bist fruchtbar. Dann leg dich mal dahin. Ruf deinen Freund. Du hast keinen Freund. Oh Mann, ey. Such dir einen Greis. Er ist der Greis. Du bist ein Greis? Ah, du bist eine Frau. Wer bist du hier? Weiblich. Erwachsener. Greis, männlich. Okay, lass dich pflegen. Ja, jetzt bin ich natürlich total durcheinander. Jetzt weiß ich gar nicht, wer mit wem schon. Wahrscheinlich hat er jetzt das Glück, alle Frauen... Er hat mit Jack ein Paar gebildet, aber er hat noch kein Kind, das passt. Ja, aber vielleicht ist sein Kind unterwegs. Das kann doch nicht sein hier. Das ist, weil Nock auch irgendwas... Das ist bestimmt, weil die irgendwas in der Hand halten. Das wird es wohl sein. Nein, nein, ihr bleibt ruhig da. Ich brauche euch doch. Ihr seid meine Unterstützung. Kommt. Kommt alle mit. Kommt zu. Schaut zu, meine ich. Ihr müsst mich doch unterstützen. Moment. Hinlegen. Partner rufen. Schon da? Oh, das ging ja schnell. Schöne Decke. Doch, die zweite Schwangerschaft. Bleibt mal alle da. Wo rennst du denn hin? Wer bist du? Ach so, das ist eine Frau mit einem Kreis im Bauch. Oh Mann, das wird uns angezeigt. Mann. Na, so könnte es einfacher gehen. Frau? Aber wo sind die Kreise? Was ist der Unterschied? Das sind die mit dem ohne Hals. Oder? Wer ist denn hier ohne Hals? Ich weiß es nicht. Wer sind Greise? Du bist eine Frau. Eine Greisin. Da drüben ist eine Schwangere wieder mit dem Kreis im Bauch. Dann müsstest du... Du nicht. Ja, du! Du müsstest die Richtige sein. Und? Pff, zwei Kinder? Kann doch nicht wahr sein jetzt. Jetzt gehe ich alle durch hier. Der Kinder nicht. Schwanger? Männlich, hat zwei Kinder schon. Ja,
können auch, wir brauchen so eine Farbpistole, damit wir euch irgendwie markieren können. Farblich, das geht doch nicht. Weiblich, Kreis, okay. Single? Ach, Babys, nimmt doch mal die Babys hier raus. Schon mal. Schwanger? Kreis, männlich? Hat zwei Kinder? Mann, jetzt komm doch mal. Care. Single, männlich. Weiblich. Dann rennt die auch noch alle durcheinander. Wie soll ich denn hier jemals die Frau finden, die ich suche? Da hockt doch bestimmt eine draußen. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt ins Wasser. Vielleicht klappt das so. Dann können wir euch besser aufteilen hier in der Höhle. Klappt bestimmt. Oh, wir hätten dieses Neuron, das uns, dieses Bindungsneuron, hätten wir niemals nehmen dürfen. So, wer bist du jetzt? Männlich. Erwachsen. Oh, die anderen, die ersaufen jetzt alle. Da, jetzt sind sie alle da. Männlich. Männlich. Das kann doch nicht wahr sein. Drei Kinder haben wir. Da einer fehlt. Ist da einer gestorben? Weiblich, Single. Kreis. Boah, seid ihr quirlig auf einmal. Das war, vorher wart ihr doch immer ruhig bei der Auswahl. Früher. Männlich. Du bist ein Greis da unten? Ja, wir haben auch das noch nicht raus, wie die Greise aussehen alle. Weiblich, Single, Greis. Du hier. Weiblich, du hast zwei Kinder. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wie viele Kinder haben wir denn jetzt? Ja, wenn wir gebären, wenn wir Eier legen, dann haben wir fünf Kinder. Eins fehlt. Ist vielleicht einer gestorben oder fehlt da generell einer? Nee, wir sind wieder ein... Mann sind wir. Nee. Leute, da stimmt was nicht. Hat er gerade geredet? Single, Kreis, weiblich. Das geht ja nicht. Okay, wir machen das so. Gebären werden wir jetzt erstmal. War das nicht letztens auch so komisch? Seit wir diese Evolutionssprünge machen, falten sich die... Verhält sich unser Clan irgendwie merkwürdig, meine ich. Außerdem wurden sich so ein paar Sehenswürdigkeiten gemerkt, obwohl ich die gar nicht merken wollte. Wir können ohne Partner jetzt gebären. Sonst musste der immer am Bett stehen. Eigenartig, eigenartig. Eigenartige Dinge gehen hier vor sich. Ist ja egal, dann ist ein Baby eben etwas jünger als die anderen. Ich glaube, die werden sowieso nur 30 Jahre alt und... Da ist das, glaube ich, dann nicht so schlimm. Also, da fällt es nicht so auf. Wenn einer jünger ist... Ach, die werden doch bestimmt schon älter jetzt hier. Aber sehen immer noch so aus, wie sie aussehen. Nach so vielen Millionen Jahren. Ach, der Buddler ist wieder da. Habt ihr gesehen? Ich habe ihn gesehen gerade. Am Buddeln war er. Ach, ja. Er hat eine andere Augenfarbe als die anderen? Ah, das bildet man sich gerne ein, so etwas. Baby mit spontaner genetischer Mutation geboren. Ein Baby nur? Hey, das kann aber... Ich habe doch gerade durchgezählt, da waren noch zwei oder nicht? Zwei? Vier? Ja, da wurde nur ein Baby geboren. Leck mich fett. Wie viele Babys? Sie hat zwei Babys hier. Das heißt, du kannst dir schon mal... Zwei
von den Kleinen hier schnappen. So, dann bist du schon mal aus dem Spiel. Du machst nicht mehr mit. Ich hätte aber gerade wieder schwören können, dass da mehr gewesen wären. Also, zwei waren noch schwanger vorhin. Du bist weiblich? Ein Greis. Und du bist männlich. Und du? Weiblich. Erwachsener hat mit Kaf ein Paar gebildet. Ta und Dyo sind die Kinder. Kaf und Dyo wahrscheinlich. Dann bist du auch aus dem Spiel schon mal. Du kannst ja nicht mehr schwanger werden, oder? Aber warum hat die denn schon zwei Kinder? Das ist ja das, was ich merkwürdig finde auch. Buh. Männlich? Single männlich? Ach, guck an! Fruchtbar sogar. Und hat noch kein Kind. Also, hat sich da versteckt, da oben. Haben wir sie nicht gesehen vielleicht. Jetzt suchen wir einen alten Greis. Ich meine einen männlichen Greis, Entschuldigung. Der darf sie dann pflegen. So, du hast sie genug gepflegt. Jetzt darf die gute Do. Vielleicht ist sie am Donnerstag geboren, vielleicht auch nicht. Sie darf dich jetzt auf jeden Fall. Nein, darf sie nicht. Warum nicht? Seid ihr verwandt? Hat mit Gak ein Paar gebildet. Wo ist Gak? Kaf. Goof. Die. Man muss die anmalen können, das geht ja gar nicht hier. Juck. Oh, meine Güte, war. Kea, wir sind ein Paar. Hörst du mich denn nicht, wenn ich dich rufe? Nock. Leck mich fett. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Gak, da bist du ja. Was ist denn los mit dir? Willst du oder kannst du nicht? Wir können nur schlafen. Gak kann sie auch nicht locken. Die ist kaputt. Verbrennt sie. Ah, wir haben das Feuer noch nicht erfunden. Ja, aber trotzdem, da müssen ja... Wir haben erst vier Kinder. Da müssen ja immer noch zwei sein irgendwo. Also da müssten zwei Frauen... Nee, eine. Eine, aber die müsste dann zwei Kinder noch bekommen. Wie funktioniert das denn? Das ist falsch. Könnte ja sein, ja. Dass das je weiter fortgeschritten das Ganze ist, dass es dann verbuggt ist. Von Anfang an, immer wenn irgendwas nicht weitergeht, habe ich immer habe ich gedacht, ah, das ist bestimmt ein Bug. Weil die anderen Spiele ja auch andauernd Bugs haben. Alle anderen. Okay, die Männer sind die Braunen. Die Frauen sind die Schwarzen. Do. Ihr seid alle bekloppt hier. Boah, lasst mir mal ein bisschen Luft erst. Männer sind die Braunen. Wieso kommt der Mann hinter... Nee, die Frau ist ja jetzt auch auf einmal braun. Was soll denn das? Die Männer sind die Schwarzen. Habe ich nicht gerade andersrum gesagt? Nein, der hier ist auch braun. Was ist das denn jetzt? Na, hast du gerade eben noch drüber geredet? Die sollten farblich irgendwie gekennzeichnet sein. Ach, die Dunklen, das sind die Greise jetzt. Die Braunen sind die Jungen. Oh mein Gott, mein Gehirn. Weiblicher Greis. Ihr seid versorgt beide. Männlicher Greis, wer bist du? Gak. Tja, mit Do? Wir sind Do, ein Paar gebildet. Warum geht denn das dann nicht? Oh.
Partner rufen, da geht's doch. Dann waren wir gerade. Das war gerade ein anderer, oder? Euch ist warm. Ich weiß, ich weiß. Oh, wir können was sehen. Neue Schwangerschaft. Gebären. Ja, aber dann haben wir auch wieder nur 5 Kinder. Ja, und die 3, die schon da waren, dann sind es ja 8. Das kann ja auch nicht sein. Nein, die 3 haben wir doch gerade schon verteilt. Nee, das waren noch 4. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Es ist zu warm hier. In der Wüste, in der Savanne, das ist einfach zu warm für uns. Aber wir kommen doch besser klar. Weil wir doch evolutioniert sind. Und wieder ein Buddler. Irgendwann, was brauchen wir denn sonst? Machen das alle Babys? So im Sand buddeln? Ja, was haben wir dann gemacht als kleines Kind? Gebuddelt, oder? Wir haben, gebuddelt. Stimmt. Warum buddelt man eigentlich so gern? Vielleicht waren Menschen früher Maulwürfe. Baby mit spontaner genetischer Mutation entdeckt Motorik. So, wie viele Babys haben wir jetzt? 1, pick, wir sind immer noch fruchtbar. Ja, leck mich fett jetzt. Ja, wie hätte es denn anders ausgehen sollen? Wir brauchen einen anderen Mann. Der da ist kaputt. Muck, du bist ein Greis. Du passt gerade. Könnt ihr die nicht mal vertreiben? Wurde einer gebissen? Wo ist jetzt Gok? Also Gak will ich nicht mehr, der ist kaputt. Mu, männlicher Erwachsener. Nee, den will ich nicht. Alles in Ordnung, Kleiner? Oh. Kümmert sich mal jemand um das Kind? Wieso ist da überhaupt ein Kind in der Höhle? Wer hat das hier hingelegt? Nehmt mal eure Nüsse alle aus dem Weg. So, was soll das eigentlich? Wer bist du jetzt? Greis, weiblich, perfekt. Nein, doch nicht. Wer bin ich? Do. Ich bin Do. Wer will mit mir? Männlich, Erwachsener. Nee. Hatten wir schon. Wollen wir nicht. Greis, weiblich, geht nicht. Männlich, Greis, Single, Juck. Perfekt. Ist doch wahr, oder? Juck ist doch perfekt. Ist der ein Single? Das heißt... Ist der jetzt wirklich ganz singelig? Oder... Ich meine, hat er auch gar keine Babys? Hat er... Mann! Was soll denn das mit der Kamera jetzt auf einmal? Juck. Ja, der hat doch keine Babys. Oh, das ist super. Juck, du kommst zum Zug. Perfekt. Ja, da geht's jetzt wieder auf einmal. Komm schon. Ist doch egal, was die anderen sagen. So, warum wird's rot bei uns, wenn wir schwanger werden? Ergibt ja schon Sinn. Gebären sofort, bevor irgendetwas Schlimmes passiert noch. Ach so, der Buddler, habe ich ganz vergessen. Habe ich mir so gedacht, aber ich dachte nicht, ich habe vergessen zu sprechen, aber ich dachte, der buddelt ja wieder. Niedlich. Ja, die haben blaue Augen jetzt, glaube ich. Ich meine, die hatten vorher braune Augen. So, ist jetzt alles in Ordnung? Wir sind eine junge Frau. Baby, komm her. Du, Baby, komm auch her.
Was? Hauen Sie alle ab? Seid ihr alle Babys? Hey, ihr könnt mir das ruhig sagen, wenn ich duschen soll. Hey Baby, müffel ich? Nö. Da, do müffelt nicht. Fertig. Wow, Mann, war das eine Geburt? Jetzt wisst ihr was, wir gucken uns unsere neuen Neuronen und so, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bin nass geschwitzt jetzt, ich brauche erstmal eine Pause. Ich mach da nicht mehr mit. Da bekommen wir keine neuronale Energie. Irgendwas, ich weiß nicht, warum ich jetzt so verwirrt war gerade. Irgendwas, meine ich, ist da nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und in diesem hohen biblischen Alter können wir trotzdem noch von wilden Tieren gefressen werden. Ich dachte, die Menschheit hätte das irgendwann mal hinter sich gebracht. Naja, dann geh mal in den Zoo und begebe dich in den Löwenkäfig. Dann weißt du Bescheid. Mach ich doch nicht. Ja, ja. Aber warum? Warum nur? Warum machst du das nicht? Wahrscheinlich, weil unsere Vorfahren irgendwann mal ein schlechtes Erlebnis mit einem Löwen hatten. Darunter müssen jetzt alle anderen leiden. Vielleicht haben sie sich auch einfach angelegt. Der Löwe ist der Vorfahre des Macher Herodos. Vielleicht. Wir können bestimmt noch schneller. Oh, wir können aber schon ganz schön weit laufen zu Fuß. Ich meine auf zwei Füßen. So. Finden wir noch ein Ende? Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich jetzt echt erstmal für heute soll es reichen, oder? Die Neurone und so können wir uns dann in der nächsten Aufnahmesitzung für mich angucken. Für euch macht das ja keinen Unterschied. Die Folgen kommen ja immer. Aber ich muss sagen, ich wollte eigentlich noch gucken. Ich bin total neugierig, was wir da haben noch. Ja, dann machen wir eine kleine Folge noch, eine ganz kurze. Wir sollten Werkzeuge nutzen. Ich glaube, wir haben das Neuron ausgewählt, mit dem wir Werkzeuge besser nutzen können. Ach so, der Schutzschild ist schon aufgebaut. Na, hast du einen Stock gefunden? Hey, das wollte ich essen. Sucht euch euren eigenen Busch. Was waren da? Haben wir geklopft auf dem Boden gerade? Hey, ihr klaut mir immer mein Essen. Ihr habt da selber so viele Büsche. Nehmt euch das von den anderen Büschen, seid ihr alle bekloppt? Was macht ihr denn, wenn ich einen Stock nehme?
Hab noch einen Busch gefunden. Aber Kokosnüsse schafft ihr sowieso nicht zu knacken. Oh, wir sind aber sehr viel eleganter geworden, oder? Mit unseren Händen, was wir da so machen. Ja, das geht schon ganz gut. Aber stapeln, wir haben verlernt zu stapeln scheinbar, oder? Ja, wir können nicht mehr stapeln, das ist mir gerade bei den Kokosnüssen schon aufgefallen. Ja, nachher noch essen. Ach, guck an. Macht ihr uns das einfach nach? Macht ihr auch sowas hier nach? Das wäre cool. Das reicht. Okay, wir gehen schlafen. Es ist sowieso zu heiß. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.